Radio für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dimps und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Ja, ist der Detlef von Wake News, Radio Wake News TV. Klasse, dass ihr eingeschaltet habt, dass ihr hier seid heute bei unserer Live-Sendung Wake News Radio, Wake News TV. Ja, wir hatten soeben den Michael live hier bei uns im Studio und der hat seine tolle Sendung gemacht mit dem Thema der freie, selbstbestimmte Mensch im Zangengriff zwischen Kirche und Staat. Ja, hochinteressant, auch das, was er zu den Jesuiten berichten konnte. Ja, wir werden das nachher als erstes in der Wiederholung auch nochmal bringen, für alle, die es verpasst haben sollten.
Ja, ansonsten danken wir mal allen, die uns hier mit übertragen. Wer das alles ist, das könnt ihr finden auf der Seite Wakeness.net, Wakeness Radio und natürlich auf der Blogseite mywakeness.wordpress.com. Da sind sie alle aufgeführt und ihr dürft den Player, den ihr wünscht, euch auswählen. Wir haben ja einen eigenen Livestream inzwischen, den wir hauptsächlich nutzen und von dort wird alles abgeleitet. Ja, und den findet ihr natürlich auch, falls ihr das noch nicht gefunden haben solltet, auf der Blogseite mywakeness.wordpress.com oder einfach auf einen der Links klicken, die verfügbar sind. Ja, die letzte Sendung von uns ist hochgeladen, das peinliche System, auch eine wichtige Sendung für jeden zum Anhören und zum Ansehen, denn wir haben das ja inzwischen auch hochgeladen bei uns auf unserem eigenen Videokanal, nämlich wakenews.tv. Ja, eigene Webseite, eigene Videosammlung, fast schon 7000 Videos hochgeladen dort, klasse Videos aus dem entsprechenden Genre, unbedingt alle, wer es noch nicht gemacht hat, dort einfach und simpel registrieren, dann könnt ihr nämlich bewerten, ihr könnt Kommentare schreiben dazu und natürlich auch eure eigenen Videos dort verlinken, die wichtig sind, damit es die anderen Menschen auch mitsehen, was euch interessiert. Ganz klasse. Ja, ansonsten wünschen wir uns, dass ihr auch heute mitmacht in der Live-Sendung. Einfach eine E-Mail schicken mit euren Infos, Kommentaren, Ansichten, Fragen an radio@wakenews.net. Ja, und wir danken natürlich immer allen unseren Musikern, die uns hier ihre Musik zur Verfügung stellen. Und wir hörten jetzt hier gerade eingangs von Schwarzlicht, Judgment Day. Ja, ja, und wer hier also ja, auch mal seine Musik spielen lassen will, bei uns im Radio, Internetradio, wir spielen ja also vor allen Dingen auch diese ganze Musik, die kritisch ist. Darf man ja nicht im Matrix in den Matrix-Medien. Also da dürft ihr euch mit uns in Verbindung setzen unter radio@wakeness.net. Das ist meine E-Mail-Adresse, dann höre ich es mir an und setze mich wieder mit euch in Verbindung. Immer dran denken, dass es frei ist von rechten Dritten, ne? Wenn es irgendwie hinhaut. Dann noch eine andere Information. Wir hatten ja zu unserem letzten Survival-Ausflug, Survival-Hook, versprochen, dass wir also ein Video hochladen. Es ist also in der Produktion fast fertig. Ich schaue es mir heute Abend nochmal an, vielleicht können wir es dann schon zu Ende stellen, fertigstellen meine ich. Und dann werden wir es hochladen und dann könnt ihr uns anschauen, wie wir da unterwegs waren in einer klasse Atmosphäre. Einfach fantastisch. Und wer da mitmachen will, wir haben also ein neues Datum im Auge oder einen Zeitraum im Auge, wo ihr da vielleicht mitmachen könntet. Das wäre nämlich vom, was habe ich gesagt, ich glaube 8. bis 17.9., also September. Wir geben da natürlich nochmal eine extra Information raus, aber wer jetzt schon mal das einplanen möchte, der setzt sich bitte auch mal mit einer Vorreservierung mit uns in Verbindung, weil wir haben nur ganz begrenzte Plätze, ist klar, unter survival@wakenews.net. Danke euch. Ja, und gleich noch ein Hinweis für diese Woche, damit haben wir das Organisatorische hinter uns. Am Donnerstag ist keine Sendung, aber dafür haben wir morgen am Mittwoch den 26.07. um 14 Uhr eine Live-Sendung, weil ich dort einen Interviewgast bei mir habe. Und dazu gibt es also auch schon eine entsprechende Veröffentlichung bei vogwakeness.net. Das ist nämlich unser Titel gewesen mit Behördengrausamkeit im Bund. Mein Buch, das Sprachrohr in die Welt, Aufklärung, Gerechtigkeit, Mitgefühl. Da habe ich dann die Autorin und das Opfer. Ja, aber sie will kein Opfer sein. Sie ist aktiv. Anita Buhl-Hanke bei mir. Ja, und das wird auch hochspannend, weil wir werden auch da im Laufe der Sendung ein paar von ihren Exemplaren der Bücher da verlosen an alle, die live zuhören. Ja, das mal vielleicht soweit. Also morgen, 26.07.2017 um 14 Uhr hier auf dem Sender von Wakeness Radio, Wakeness TV. Alle einschalten, die Zeit haben, uns hören wollen. Ja, okay, dann kommen wir mal zur heutigen Sendung. Wir sind alle in höchster Gefahr. Das habt ihr vielleicht schon gelesen, auf einen der Links vielleicht geschaut. Und das könnt ihr alles mitlesen, das ist im Blog mywakeness.wordpress.com. Einfach rechte Maustaste in einem separaten Fenster öffnen. Wir sind alle in höchster Gefahr. Ja,
steigen wir da ein. Es ist nicht einfach. Bei all den Ungerechtigkeiten, der Tyrannei, dem Wahnsinn dieser neuen Weltordnung, einfach ruhig zu bleiben. Oder? Geht euch vielleicht auch so. Ich versuche meinen Teil der Ruhe auch mit einem kleinen sarkastischen Lachen immer untermalt beizubehalten. Aber es gibt viele Menschen, die sagen, also ihr bist ja wahnsinnig dabei, was da alles abläuft. Und das ist eben Teil des Systems. Das ist ein Wahnsinnssystem, das immer mehr in den Strudel gerät. Und irgendwann die eigenen Leute, die vor allem die Systemleute, mit in den Strudel reißen wird und dass die also untergehen werden, zusammen mit dem System, wenn sie nicht, und hier ist die große Ausnahme, die natürlich auch hier wichtig ist, wenn sie nicht rechtzeitig dieses sinkende Schiff verlassen. Und wir haben es ja auch vorhin von Michael gehört, das ist also gelenkt und geleitet von einigen bösen Wesen, wenn man das so ganz einfach darstellen möchte, dunklen Wesen, wie es der Dunkelmächte, wie es der Michael immer sagt, die also nicht nur sehr wenige sind. Lasst euch doch nicht verführen, Leute im System. Macht da nicht mit, oder? Also es liegt ja spürbar in der Luft, dass Dinge geschehen werden, die unser Leben rasant verändern werden. Immer mehr Aufklärer, Wolkenes ist einer davon, warnen uns dringend vor dem kommenden Unheil, das quasi vor unseren Augen entsteht. Vielfach haben wir bereits ja über die Szenarien gesprochen, also macht das ja schon viele, viele Jahre. Über die Szenarien, die also wir kommen sehen, und das nur aufgrund der vorliegenden Informationen, die uns ahnen lassen, was mit der Menschheit geschehen soll. Einzig übrig bleibt das Prickeln des Ungewissen, also welche Schandtaten sie noch aus der Schublade ziehen oder ob wir es noch schaffen, uns gegen die tyrannische Herrschaft unserer Sklaventreiber zu erheben bzw. zu erwehren. Ja, und alles liegt in unserer Hand. Ja. Ja, nun befinden wir uns ja in Europa, dem erneuten Schlachtfeld neben den USA, wo vermutlich die Entscheidungskämpfe ausgefochten werden. Der Bund, also ne, dieses Gebilde auf deutschem Gebiet, liegt quasi im Zentrum des Geschehens, doch es scheint, die geblendeten Einwohner sind in Angst, Starre und Illusion gefangen und können die einfachsten Zusammenhänge nicht erkennen. Ja, und darunter ist eine Abbildung zu finden hier von einer Veröffentlichung bei der Politikstube. Sigmar Gabriel, SPD, der derzeitige Bundesaußenminister. Gabriel sagte dort in einer, in einer Rede, die Türken haben Deutschland aufgebaut. Ja, das ist natürlich schon ganz erstaunlich. Also wie er da zu diesem Schluss kommt. Und ich zitiere aus dieser Veröffentlichung heraus, Sigmar Gabriel schreibt die Geschichte neu. Es waren also nicht die Trümmerfrauen, die also tätig waren, nachdem also das Land in Schutt und Asche gebombt wurde von den alliierten Siegermächten und nach den Kriegswirren. Es waren also nicht die Trümmerfrauen, die Deutschland wieder aufgebaut haben, sondern die Türken haben für Gabriel unser Land aufgebaut. Herr Gabriel, so zitiere ich von da, hat vermutlich im Geschichtsunterricht, so wie viele Grüne, beim Thema Nachkriegszeit gefehlt. Wikipedia kann Gabriel etwas helfen. Ja, wir wissen ja, Wikipedia ist das System. Informationsportal. 1945, so steht es da, sind ganze 79 Türken nach Deutschland eingewandert. 1960 gab es nicht einmal 1500 Türken, also 1500 Türken in Deutschland. Und da war der Aufbau des Landes schon Geschichte. Tja. ja, es ist also ungeheuerlich, was da los ist. Und wir wissen,
Hier schreibt das in dem Kommentar darunter. Hier noch mehr Hintergrund zur Lüge. Die Türken haben Deutschland aufgebaut. Da wird auch die Lüge entlarvt, die behauptet, die Deutschen wollten die türkischen Gastarbeiter haben. Ja, also es ist enorm, was da also phantasmagoriert wird. Ja, tolles Wort, oder? Fand ich immer lustig. Ja, und ich habe darunter auch nochmal hier bei wakenews.tv das Originalvideo gepostet. Das kann sich jeder anschauen, um die Worte aus dem Munde Gabriels direkt zu vernehmen. Darunter ein nicht sehr, was soll ich dazu sagen? Was fällt dir da ein? Also wer es jetzt vor sich sieht, ist erschrocken. Ja, also das sind so Abbildungen hier von der derzeitigen Bundeskanzlerin Angela Merkel in Posen, die sie nicht besonders vorteilhaft darstellen lassen. So können wir es vielleicht sagen. Naja, also okay, ich meine, niemand kann was für sein Äußeres unbedingt, aber diese Abbildungen zeigen schon, dass das offenbar nicht ihre Stärke ist, sich abzubilden in einer Art und Weise, dass es Sympathie für sie einbringt, zumindest nicht in diesen Phasen, die dort aufgezeigt sind. Da steht da einfach nur drunter, guten Appetit. Ne? Ja, also es ist, ich will das nicht an einem Menschen, einer Person in diesem Fall festmachen, worin unsere Probleme liegen, aber es ist ein Symptom und das ist Symptom, das ist hier im Moment dabei, eben die Landen doch relativ zu lähmen, die Menschen in ihrem, wie soll ich sagen, Dasein zu beeinträchtigen, dass sie nicht mehr klar denken können, oder? Ja, und das geht übrigens also munter überall natürlich, auch in anderen Etagen, auch in anderen sogenannten Staatenfirmen zu Rande. Darunter finden wir aber auch noch einen Link, der vielleicht ganz interessant ist für euch zu lesen. Das ist bei journalalternativemedien.info erschienen. Da ist ein Aufsatz, beziehungsweise einige Bemerkungen vom sogenannten Rechtsanwalt Lutz Schäfer zu lesen. Vermutlich einer der ganz wenigen Rechtsanwälte, die auch einmal, also im Bund, ja, die auch einmal den Mund aufmachen können und auch die Lage genau erkennen und analysieren können. Ja, also die Überschrift Rechtsanwalts Lutz Schäfer, die Lage war noch nie so ernst wie jetzt. Ja, es ist die sachliche Nüchternheit, so zitiere ich von dem Artikel, des nachfolgenden Beitrags, der einem trotz aller gewissen Kenntnis die Worte raubt. Und es gibt dort auch nochmal ein Video, was ich jetzt hier natürlich nicht zitieren kann, das könnt ihr euch anschauen, mit dem Titel Soros und Merkel verstecken Kalergis schwarze Massen vor der Wahl. Und da steht dann auch noch Endgame drauf. Ja, also ich zitiere weiter, dass die Menschen dieses Landes noch, in Klammern, nicht auf der Straße sind, das erklärt sich mir derzeit mit dem Prinzip Hoffnung. Soll heißen, die Menschen glauben wohl noch fest daran, dass eine Kasner, das ist der andere Name von der Angela, im September mit Pauken und Trompeten untergehen wird und damit ein neuer Wind wehen kann. Ja, das wirft allerdings die Frage auf, was geschieht, wenn eben nicht. Ja, und so hat er weiter geschrieben am 23. Juli. Ein 16-jähriges Girl hält derzeit die Medien in Atem, eine Konvertite in eine IS-Braut. Nein, es ist nicht mehr zu ertragen. Schluss mit solchen Berichten. Seit 2 Tagen müssen wir uns über das Schicksal einer durchgeknallten Göre informieren lassen. Nun, das Auswärtige Amt dürfte sich demnächst ebenso einschalten. Grausame Schicksale hier im Land. Menschen, die kaputt geschunden werden durch zum Beispiel die Justiz oder sonstige Ämter, gibt es zuhauf, sind den Medien allerdings keinen Pfifferling wert, da nicht spektakulär, sondern der tägliche Wahnsinn, der keiner Rede wert ist. Das sind nur die normalen Deutschen, die an ihrer Gutmütigkeit oder Versklavung kaputt gehen, aber das interessiert niemanden. Hauptsache, sie wählen Merkel. Dann ist die Welt in Ordnung, solange man ihnen überhaupt das Wahlrecht noch
lässt. Ja, es zitiert weiter, liebe Medien, verschont uns folglich mit dem Schicksal einer pubertierenden Irrläuferin. Das interessiert wirklich niemanden, vor allem nicht die Menschen, die ihr Hirn noch im Kopf tragen. Wir haben die Nase noch voll genug von einer ähnlichen Göre, Kampusch oder so ähnlich, die alle Welt verarscht mit ihrer angeblichen Story, die keinerlei Wahrheitsgehalt hat, aber gutes Geld bringt. Würde mich nicht wundern, wenn diese Exklusivgeschichte einer bescheuerten IS-Braut jetzt rauf und runter investigiert wird, um Kohle zu machen. Die Scharia möge sie pflichtgemäß um diesen Fall kümmern. Mehr ist es nicht wert. Es geht weiter noch, wenn noch Steine benötigt werden. Wir haben einen passenden Steinbruch ganz in der Nähe, nebst kleinen und großen Argumenten, je nachdem, was die Brocken wiegen, so zitiere ich. Verschont uns endlich mit diesen Ego-Trips von linken Bettnässerinnen, die nicht vor 12 bis Mittag denken können. Ein Herr Seehofer meinte heute, dass eine Frau Merkel diejenige sei, die die freie Welt zusammenhält. Alles klar, Horsti, und ab in die Klapse. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Denn mit weiteren Bemerkungen würde ich mich auf eine Stufe mit dir stellen. Ich zitiere weiter. Es gibt ganz klare Grenzen der Meinungsermittlung, der Diskussion. Diese nämlich dann erreicht, wenn klar die Ansicht, / Einsicht eintritt, dass der Gegenüber nicht mehr wirklich zurechnungsfähig ist. Siehe Paragraphen 20 und 21 StGB. Das ist ja ein Rechtsanwalt. Ne? Kann das. Zumindest kenne die Quellen. So, sehr geehrter Herr Merkelhofer, für Frau Merkel haben wir schon vor langer Zeit einen Betreuungsantrag gestellt. Sie dürften der Nächste sein, obwohl sich das Gericht bisher nicht bemüßigt fühlt, dem Verfahren Merkel Fortgang zu geben. Wie gut, dass wir die Akten hier haben. Man wird sie vielleicht noch benötigen. Gestern schrieb ich über das Nichtwahlkampfthema Zuwanderung. Heute nun ist zu lesen, dass der Madin, also was der Kanzlerkandidat der SPD ist, dies zum Hauptthema des Wahlkrampfes machen möchte. Hast du bei mir gespickt, Madin? Mosche, hätte er auch schreiben können. Ne? Weiter geht's mit bunten Meldungen. Nahostkonflikt erreicht deutsche Schulen, so die Welt. Ja, was denn sonst? Siehe meinen gestrigen Beitrag. Danke, liebe Medien des Mainstreams, für eure Erwachung oder Erweckung oder was auch immer. Ausländerkriminalität. Spiegelredakteur kommt in der Wirklichkeit an. Hinreißend. Ich hatte dazu unter dem 16. Juli 2017 auf einen Beitrag hingewiesen. Liebesopfer, dumm gelaufen. Ein Schöffe berichtet aus dem Alltag am Strafgericht in Berlin-Moabit. Nun wissen wir, dass es sich dabei um das größte Strafgericht Europas handele und der Schöffe ein Spiegelredakteur ist. Lesen Sie nach und bleiben wir beim Spiegel. Auf der regelmäßigen Bestsellerliste des Spiegels wurde der Platz Nummer 6 der Top 10 ersatz- und kommentarlos gestrichen. Den Platz 6 erreichte das Buch des deutschen Historikers Rolf-Peter Sieferle, Finis Germania, wobei Finis sowohl als Grenze, aber auch eben als Ende zu übersetzen ist. Man sollte sich das Buch unbedingt besorgen, dass da es bereits teilweise vergriffen war, beziehungsweise vielleicht bald verbrannt werden dürfte. Ja. Kleiner Hinweis. Ja, ich glaube, in Schweden wurde schon das Buch verbrannt, das nicht ganz politisch einwandfrei damals Kindergeschichten spielte oder darstellte, vielmehr. Jeder weiß vielleicht, wer gemeint ist, ansonsten blende ich später ein in den Film. Ja, liebe Leser, besorgen sich also im Netz den Leitfaden der Amadeo Antonio Stiftung, benannt Handlungsempfehlungen gegen Hetze gegen Flüchtlinge in sozialen Medien. Danke für diese Information. Volksverhetzung wäre zu prüfen. Ich habe mir diesen Leitfaden näher angesehen, so zitiere ich. Nein, das ist kein Leitfaden gegen Hetze, sondern ein Pamphlet. Also allein eine Kampfschrift gegen jede Art von Meinung, also Faschismus pur, damit durchaus geeignet. Allein den Tatbestand des Paragraphen 130 StGB, Absatz 1, wäre in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, zu
erfüllen. Ihr müsste und könnte absolut der Paragraf 130 StGB greifen, denn dort wird unter anderem gegen Teile der deutschen Bevölkerung pauschal gehetzt. Zum Beispiel findet sich dort explizit zum Thema Hass auf Geflüchtete. Es sind laut unserer qualitativen Beobachtung Menschen allen Alters- und Bildungsschichten beiderlei Geschlechts, auch mit Migrationshintergrund, mit einer leichten Verstärkung bei weißen älteren Männern. Weißen älteren Männern? Das ist eine astreine Aufhetzung der Bevölkerung, nämlich die Aufforderung, sich untereinander zu bespitzen. Jeder gegen jeden, niemand soll sich mehr wagen, eine Meinung kundzutun. Es könnte ja der Sohn, Ehemann, Freund, Nachbar, Busfahrer, Kollege, Chef etc. Meldung machen. Ich zitiere weiter. Auch ich, also ich auch, aber vor allen Dingen jetzt hier der Rechtsanwalt Schäfer. Auch ich bin ein weißer, älterer Mann. Nein, es reicht, was hier geschieht. In einem Staat der westlichen Welt, das nicht mehr in Worte zu fassen. Endlich gewinnt der Begriff Volksverhetzung einmal greifbare und verständliche Konturen. Vorher war dies nur ein unverständlicher, auftragsgemäßer juristischer Mist, den kein Mensch verstehen sollte, außer den Strafrichtern. Lieber Leser, sehen Sie sich diese Hasstirade an und erstatten Sie Strafanzeige in Serie. Dazu noch eine Anmerkung, dass Merkel propagiert unter anderem mantraartig, man müsse die Fluchtursachen beseitigen. Welch ein Weitblick! Frau Merkel, so, dann bringen Sie Ihren Justizminister ebenso mal bei, er möge die Hate Speech Ursachen beseitigen. Hate Speech heißt Hassreden. Dieser Weg ist mehr wesentlich einfacher. Dazu passt wunderbar eine Meldung der Bild vom heutigen Tage. BKA Warnung von Reichsbürgern droht Terrorgefahr. Na klar. Ebenso sollen nun die Wölfe in Deutschland zum Abschuss freigegeben werden. In Italien wird ein erneuter Problembär erjagt, weil er einen Wanderer mit Hund gebissen hat. Ich danke allen Reichsbürgern, Wölfen und Bären dafür, dass es euch gibt. So können wir an euch wenigstens echte Probleme abarbeiten und bewältigen. Hier wieder mal ein wenig Kinotipp. Ich beginne mit YouTube. Hayek Tage 2017. Grußwort Roland Tichy und Henrik Broders Vortrag. Nehmen Sie sich dafür bitte die Zeit. Weiter geht es mit Mars marschiert. Razzia bei AfD-Vize. Und dann führende deutsche Staatsrechter. Bundeskanzlerin Merkel ist eine Verfassungsbrecherin. Tja, also. Liebe Leute, wacht auf. Es geht wirklich um Deutschland als Ganzes und darum, ob wir uns von einer offensichtlich hochgradig psychisch gestörten Personen, siehe extremen Fingernagelfressern im Erwachsenenalter, dem Untergang ausliefern lassen sollten oder wollen. Die Lage war noch nie so ernst. Ja, das war Lutz Schäfer mit seinen Worten. Ich habe es zitiert, ein paar kleine Sachen ergänzt aus meiner Sicht, wo ich dachte, dass das passt. Ja, in raschen Schritten werden alle Fakten umgedreht, Lügen in Wahrheit umgespritzt, damit das schlafende Volk jeden Dreck frisst, der ihm vorgesetzt wird. Tja, da darfst du einfach mal drüber nachdenken, oder? Ja, dass das so vielleicht funktioniert. Ja, das grenzt also an absoluten Wahnsinn, wenn man bedenkt, dass diese Lügenbande auch noch fürstlich hoch für ihre Missetaten von uns belohnt wird, oder? Ja, die kriegen von anderen natürlich auch noch was, aber auch von uns, ja, offiziell. Von Steuergeldern. Oh. Wobei Steuern doch in Deutschland, also im Bund, muss man sagen, ja sowieso verfassungswidrig sind. Aber ja gut, die haben ja keine Verfassung. Also, ne? Das könnt ihr auch nochmal nachlesen. Ich blende das ein. Da haben wir mal einen Artikel drüber geschrieben. Kann man überall finden. Ja. Ach, ich zahle immer noch Steuern. Bund. Ja, viele machen das ja nur, weil das wie Lösegeld vor Ungemach im Voraus gezahlt wird. Denn wenn ihr nicht zahlst, dann kommen sie ja mit ihren bewaffneten Uniformierten und machen die Hölle heiß. Ne? Das ist also. Ja. Also gut, mit aller Macht. Das heißt, nee, vorher noch habe ich dann Abbildung eines Videos da bei wakeness.tv verlinkt. Das ist auf Englisch, aber doch vielleicht wichtig, weil man sollte darüber nachdenken, was das vielleicht heißt. Gerade eben neu erschienen. Also mit aller Macht geht es nun auf die Endphase zu.
in der wir ungeheuerliche Dinge erleben werden können. Nämlich Wirtschafts- und Finanzcrash. Och, die ist schon wieder. Ja, das hast du uns doch schon vor einem Jahr erzählt. Oder vor zwei Jahren. Ja gut, es ist aber auch immer zwischendurch was geschehen. Und wenn du mal jetzt einkaufen gehst, also die Preise gehen immer höher, die Verpackungsinhalte werden immer weniger. Und haben wir mehr Geld verdient? Ist das keine Wirtschafts- und Finanzkrise, die schon bei uns angekommen ist? Nein, aber hier Bezug nehmend auf das Video, kann man sehen, da steht im Text Oktober, Stock Market Crash, Mystery Investor just bet 262 million on such an event. Übersetzt heißt das, Aktienzusammenbruch, Börsenzusammenbruch im Oktober 2017. Ein mysteriöser Investor hat gerade 262 Millionen Dollar darauf gewettet, dass im Oktober ein solcher Fall eintritt, dass die Börse crasht. Jetzt kann man natürlich sagen, 262 Millionen, was ist das schon, ne? Für ein Soros? Haha, ist ein Butterbrot. Oder so. Ne? Aber wer weiß, wer auch immer es ist, es wird natürlich spekuliert, es könnte er sein, dann ist das doch immerhin ein Warnsignal für viele Leute, die also sich mit diesen Themen beschäftigen, auf jeden Fall. Also das blüht uns gegebenenfalls jetzt schon im Herbst, ist natürlich das Einläuten des Trübsals, ne? Das ist ja klar, weil aber die Folgen sind eben gravierend. Wenn wir jetzt schon so um unser Überleben kämpfen dürfen, sollen, müssen, was passiert dann erst, wenn dann ja, die Eurone nichts mehr wert ist? Wir wissen ja, die wollen auf diese eine Welt Zahlungsmittel umstellen und das wird ja jetzt schon auch praktiziert, also wie das dann funktioniert mit dem Chip in der Hand. Da gab es ja auch eine Veröffentlichung, die ich euch nicht vorenthalten will. Hierbei, ich mache es gerade auf, bei sputniknews.com. Arbeit unter der Haut. US-Unternehmen setzt Mitarbeitern Mikrochips ein. Aktuelle Veröffentlichung. Den Mitarbeitern des US-amerikanischen Unternehmens 3 Square Market wird Hightech demnächst wörtlich unter die Haut gehen. Laut einem BBC-Bericht sollen die Angestellten mit Chip-Implantaten ausgerüstet werden, die dann in gewisser Weise den Büroschlüssel ersetzen sollen. Der Chip, da könnt ihr es natürlich auch dann verschließen. Entweder du kommst nicht mehr raus, musst weiterarbeiten. Und, oder aber du kommst nicht mehr rein, weil sie haben sich schon längst gefeuert. Der Chip soll ab 1. August, nicht mehr weit, rund 50 Mitarbeitern, die freiwillig an der Aktion teilnehmen, zwischen Zeigefinger und Daumen, nämlich hier, ne, da hinein, unter der Haut eingesetzt werden, mithilfe des etwa 300 Dollar teuren und vom Unternehmen bezahlten Implantats, besser gesagt, werde man Türen öffnen, Essen bestellen und Computer und Drucker bedienen können. Tja, das ist aber nett. Da kam gleich ein Kommentar, darunter steht, das war Rockefellers Vision, sonst rücken wir den absoluten Überwachungsstaat wieder ein Stückchen näher. Es gibt immer Idioten, die für Geld und gute Worte bereit sind, den Anfang dafür zu machen. Ja, hat er genau recht. Also, das zum Wirtschafts- und Finanzcrash. Stell dir vor, du kannst nicht mal mehr Bargeld einsetzen. Ja, wie willst du dich dann über Wasser halten? Ja, ob Chip implantiert hier in der Hand oder so. Ich habe ja gerade noch eine Notiz hier gekriegt von jemandem, der gesagt hat, ich suche es gerade raus, aber ich kann es wörtlich ungefähr wiedergeben, dass bei den neuen Geldscheinen, also zumindest bei den neuen Geldscheinen, vermutlich schon überall ein Chip drin steckt, ne? Oder? Weil ich habe es nicht probiert, weil ich habe keine Mikrowelle, die auch nicht, die es mir geschickt hat, aber das sollte man schon versucht haben und dann gibt es dann da, nachdem der in der Mikrowelle gelegen hat, einen schwarzen Fleck, also ne? Da, wo der Chip drin war. Weiß ich, wer mal ein bisschen einen Zehner oder sowas von den neueren Scheinen mal übrig hat oder einen 20er, wem es besser geht,
legt ihr nochmal in die Mikrowelle und schaut mal, was passiert. Ja? Ich nehme gerne dann die Fotos hier bei uns in die Sendung mit rein oder auch den Bericht dazu. Also, ja, vielleicht mal machen. Warum tun die Chips in einen solchen Prinzip wertlosen Zettel? Ja? Ja, weil sie vermutlich, das ist ja die Vermutung, die wir schon lange haben, die Geldströme feststellen wollen. Wo zirkulieren diese Scheinchen eigentlich? Ne? Und wo bleiben sie länger an einem Ort? Ne? Da sind zum Beispiel Verstecke, wo einer hortet, ja, die Scheinchen. Und wo kursieren die? Das ist also, jeder Schein hat ja seine eigene Nummer. Das können die dann also wunderbar herausfinden, auch die Regionen und aus welchen, dann auch diesen EU-Verkehr, wie das alles funktioniert, können die natürlich gut gebrauchen, diese Informationen, oder? Ja. Also das vielleicht gerade mal dazu so zwischendurch. Asylinvasion, Revolten, Aufstände, da habe ich dazu geschrieben, jederzeit. Ja, es ist doch schon im Gange. Schorndorf haben wir ja schon gerade berichtet in der letzten Sendung, also in meiner letzten Sendung, was da abgegangen ist, oder? Ja? Und was wir da hören aus Italien, aus Frankreich, Spanien auch. Spanien wird jetzt das zweite große Einwanderungsland. Da kommen jetzt also die Schwarzafrikaner über die spanische Route rein. Ja, auch das. Ja. Also da will ich jetzt nicht mehr näher drauf eingehen. Ich glaube, das hat jeder irgendwie schon im Kopf, wie das ablaufen kann oder ablaufen wird. Und dann Kriegsgeschehnisse, auch über Weltkrieg 3 und was da alles sich entwickeln kann, da sprechen wir auch viel drüber. Das kann man auch jeden Tag irgendwie lesen, was da abläuft. Man kann bei mir zum Beispiel das einfach finden, um mal so einen Überblick zu kriegen. Da wird nicht jede einzelne Truppenbewegung aufgezeichnet, aber Weltkrieg 3, das findet man gleich auf der eigenen Seite bei Awakenings.net, eine Abbildung einfach draufklicken. Hier zum Beispiel diese Kriegereien, die jetzt im Gange sind mit zwischen China und Indien. Ja, wo also China Tonnen von Militärausrüstung an die Grenze zu Indien bringt, da wo es wieder darum geht, wem gehört diese paar Meter Land und wem gehören die anderen. Wo es also Auseinandersetzungen gibt, was jederzeit auch wieder eskalieren kann, oder? Oder dann die Spekulation, es wird ja darüber gesprochen, Mensch, in den USA, da brodelt es, da kann es jederzeit zu Kämpfen kommen. Da gibt es ja eine gespaltene Nation, wenn man das so sagen will, das ist auch eine Firma, zwischen eben den Demokraten und Republikanern beziehungsweise Trump-Anhängern. Ja, das ist ein schwelender Konflikt, der wird auch noch weiter, da wird immer Feuer gemacht, schön Öl ins Feuer gegossen. Und da kam jetzt einer, sagte, ja, eigentlich könnte ja China diese ganzen Bürgerkriegsparteien bewaffnen. Die haben ja Kohle, also Geld, Dollar, ohne Ende. Und die haben ja selber Interessen auf dem US-Gebiet. Die sind auch an den Ressourcen auf den USA interessiert. Und die können das jederzeit. Also die einige Häfenstädte oder Häfen in den Städten an den Küsten, die werden schon von China gemanagt, gehören teilweise ja auch schon zu China. Ja, das wird, ja natürlich liest er das in der Blindzeitung nicht. Aber das ist so, also China hat einen riesengroßen Einfluss und es gibt ja eine riesengroße chinesische Bevölkerung auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Ja, haben wir auch nicht vergessen, ja, weiß man auch nicht. Die kriegen da auch ein paar Millionen inzwischen wahrscheinlich zusammen und das ist ja eine Riesenarmee. Ne? Also, da könnten also Sachen geschehen, die uns jetzt überhaupt noch gar nicht so deutlich sind. Ja, ja und dann die Einkreisung der Russlands durch die NATO und die Gegenaufrüstung und die Gegenmanöver, jetzt zum Beispiel China und Russland und der Iran, die üben zusammen, die sind sogar teilweise jetzt hier in die sogenannten NATO-Meere eingefahren, um dort Übungen abzuhalten. Die massive Aufrüstung Russlands ist also unglaublich, was da also an Flugzeugen und Bomben und Drohnen und was da alles gebaut wird. Flugzeugträger, China hat ja auch welche inzwischen. Und also es ist ungeheuerlich. Ja, und dann auch die Frage, wie wird sich die Türkei, wem wird sich die Türkei zuordnen? Türkei war ja immer hier eigentlich westlich orientiert, Europa orientiert, NATO orientiert. Aber
so in letzter Zeit sieht es aus, als wenn die Türken da wieder Richtung Russland schwenken, weil es geht da, das ist der Bosporus war immer, ne, ein Wackelkandidat von der einen oder anderen Seite, ist ja auch klar, die liegen da neuralgisch an einem Verkehrsknotenpunkt, der zwei Meere miteinander verbindet, also strategisch wichtig für die Russen, aber auch für die NATO. Da ist ein Hauen und Stechen, ja, was da abgeht, oder? Ja, und da gibt es diese Geschichte mit Incirlik, das habt ihr ja auch mitgekriegt, den NATO-Stützpunkt, da wo auch die Bundeswehr ihre Luftwaffe stationiert hatte. Da wurden ja Generale und Offiziere sogar, oder ein General und Offiziere verhaftet von den Bundeswehr-Leuten. Aber nicht nur. Und da gibt es also Konflikte, weil man da natürlich das Nest der Verschwörung gegen die Türkei vermutet. Ja? Und so weiter. Also es gibt hier ständig diese Konfliktherde. Wir wissen das, man kann ja gar nicht alles aufzählen. Es gibt viele, die sich damit in Einzelheiten mehr beschäftigen. Wir wollen das nochmal so streifen, weil ich denke, dass es wichtig ist, dass man sich da einfach nochmal Gedanken macht. Es muss nicht der dritte Weltkrieg sein, der ausbricht, aber diese Gemetzel und Gefechte, die haben natürlich alle auch einen Einfluss auf uns. Zumal fördern sie wieder neue Fluchtgebiete. Oder? Ja, und das Ausrufen von Notstand und Freiheitseinschränkungen als Folge eben von Konflikten, die im eigenen Lande entstehen, hier beispielsweise durch die Asyl- und Flüchtlingspolitik, alles immer in Anführungszeichen, weil wir ja wissen, dass das nicht echte Flüchtlinge und Asylanten sind, sondern vermutlich alles herbeigelockte Wirtschaftsflüchtlinge, die vielleicht auch noch andere Aufgaben hier zu erfüllen haben, was sie teilweise wissen und was sie teilweise vielleicht nicht wissen, es aber irgendwann kennenlernen. Es gibt ja schon Schlägereien, Auseinandersetzungen zwischen eben diesen Fremden und den Einheimischen. Das kann man überall, meist auf Facebook und so, weil bei YouTube wird es gar nicht so häufig hochgeladen, aber bei Facebook kann man sehr viel von solchen Auseinandersetzungen finden. Ja, und dieses Ausrufen von Notstand und Freiheitseinschränkungen ist ja das Gewünschte. Deshalb, ja, G20-Meeting. Wir wissen, dass hier im Bund auch dran gearbeitet wird, hier in der Schweiz. Da wissen wir noch nicht, ob dieser Angriff mit dieser Motorsäge, der jetzt hier in Schaffhausen vor kurzem stattfand, wo da mehrere Leute verletzt wurden, bedroht wurden zumindest, ob das jetzt wirklich ein Mann da, der durchgeknallt war, oder ob es eine falsche Flagge-Initiation ist, das wissen wir noch nicht. Aber da darf man immer nachfragen, oder? Ja, wer da mehr Informationen hat, darf sie mir gerne zuschicken. Ja, also es wird überall daran gearbeitet, dass also hier der Notstand ausgerufen werden kann. Darauf freuen sie sich ja, weil das ist wieder eine diktatorische Maßnahme. Man ruft das Kriegsrecht aus oder die Notstandsgesetze, so heißt es ja im Bund. Und dann greifen also andere Gesetzesmöglichkeiten für die ein, oder sie können sich zumindest darauf berufen und machen das dann einfach. Dann ein ganz wichtiger Punkt, über den wir natürlich auch noch mehr hören werden in der kommenden Zeit, dass Naturereignisse kommen können mit potenziellen Katastrophen. Jetzt war es zum Beispiel, ich glaube, gestern war eine riesengroße Sonneneruption gewesen. Ich kann das Video hier auch nochmal dann verlinken später im Text, unten in der Linkleiste, wo ich die ganzen zur Sendung gehörenden Artikel bringen möchte, wo man dann sieht, wie eine riesengroße Explosion dort stattgefunden hat. Man kann jetzt der Ansicht sein, ob die Sonne so ist, wie man es darstellt oder nicht. Auf jeden Fall wird es so berichtet und deshalb gebe ich es so wieder. Dass also eine solchen Energieauswurf gen Venus getan hat. Wir wissen, die Venus spielt eine ganz große Rolle, auch jetzt hier in den kommenden Himmelserscheinungen, die wir ja am 23. September erfahren werden. Aber jetzt am 21. August gibt es die Sonnenfinsternis in den USA, die also quer über die USA geht, also von links oben Washington State bis unten runter in die südlichen Staaten. Da wird also ein breites Band von kurzem Moment der Sonnenfinsternis zu entdecken sein. Und wir wissen, Sonnenfinsternisse haben immer eine ganz besondere
besonders ein Auslöser für irgendetwas, was dann kommen könnte. Und es gibt auch den Hinweis, auch das weiß ich natürlich nicht, ich kann mich nur auf den Hinweis beziehen, den ich gehört habe, dass es einen sogenannten Crack gibt, also einen Riss quer durch die USA, der eben in ähnlicher Weise, wie jetzt die Sonnenfinsternis erscheint, quer durchs Land geht, also auch wieder von links oben Washington State, also im Norden bis unten zu nach Florida. Also, ob da vielleicht irgendwas geschehen könnte. Der anderen sind der Ansicht, dass durch die Sonnenfinsternis, wo man dann ja klar sehen kann am Tag, was eigentlich im Himmel los ist, also es wird dann dunkel dort und man kann die sogenannten Sterne sehen, dass dann möglicherweise auch der sogenannte Planet X, ja, der Unbekannte, was auch immer das sein mag, zu sehen sein könnte. Auch das wird spekuliert. Das wissen wir natürlich alles erst, wenn es dann da ist, oder? Ja, und wie gesagt, der 23. September, Sternenkonstellation gemäß Offenbarung, was also sehr genau so klingt, wie es dort dargestellt ist. Auch da wissen wir noch nicht genau, was das wirklich bringen wird. Das sind alles nur Spekulationen. Da werden wir uns vielleicht dann in den kommenden Wochen und mal mit beschäftigen, sobald also mehr Informationen dort auch aufgearbeitet werden. Also die Hoffnung, dass das alles nicht geschieht und alles so weitergeht wie bisher, manche haben das, ja. Das darf man zwar haben, aber die Wahrscheinlichkeit, dass diese Dinge eintreffen, ist mit jedem Tag deutlicher zu erkennen. Es nutzt den DIMS, also der dominanten irrsinnigen Minorität, diese ganz kleine, klitzekleine Gruppe von Leuten, die also hier die ganze Welt beherrschen. Es nutzt diesen Leuten zunächst einmal alles zu zerstören, weil sie damit die bestehenden Strukturen schwächen, auch den Widerstand, und im oder nach dem Wiederaufbau noch stärker dominieren können. Und Missliebige werden natürlich zuvor oder dabei ausgemerzt. Ja, und daher, das ist meine Ansicht, ist es unabdinglich, dass wir weiter aufklären bis zur letzten Sekunde. Aber wir sollen auch an uns selbst und das Überleben aller unserer Lieben denken. Denn nur wenn wir handlungsfähig sind und bleiben, können wir auch anderen helfen. Und deswegen immer auch unsere Empfehlung, bereitet euch vor. Ihr findet auch nochmal einen Link zu Informationen, die wir diesbezüglich da über Survival und was man da vielleicht zur Verfügung haben sollte, aufklären. Ja, das ist mal soweit das, was ich heute als Gedanken zu diesem Thema hier bringen wollte, mit dem Titel Wir sind alle in höchster Gefahr. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt irgendwas, Kommentare, Ansichten, Fragen und so weiter reinsenden unter radio@wakenews.net. Das ist meine E-Mail-Adresse, ist auch schon einiges da, was ich natürlich sehr gerne auch dann jetzt mal mit reinnehmen will. Ja. Schauen wir mal, was es da also Neues gibt. Ja, hier kam noch was, eben das, was ich vorher nicht gefunden hatte. Hallo, Detlef und Team, wisst ihr bereits, dass alles Papiergeld geschippt ist? Legt das in die Mikrowelle und dort ist ein Loch, wo der Chip ist. Jetzt schaue ich mal. Nee, sie hat ein Foto von sich da reingetan, aber noch nicht vom Chip. Ja, okay, danke dafür. Super, super Sache. Das kann also gerne ausprobiert werden, oder? Wäre vielleicht nicht schlecht. Hier kommt was. Ja, das habe ich eben vorgelesen mit dem ersten Unternehmen, will seine Mitarbeiter chippen. Dann Entwicklung eines neuen Bündnisses in erweiterten Nahen Osten. Das kam bei voltairenet.org. Präsident Trumps Politik im erweiterten Nahen Osten beginnt sich durchzusetzen, so zitiere ich, während die USA und ihre Verbündeten bisher nur versuchten, die Staaten dort zu zerstören und Chaos zu verbreiten, legitimieren sie jetzt Allianzen gegen die Dschihadisten, wenn auch Iran, Syrien und die Hisbollah immer noch in den Reden als die zu besiegenden Feinde auftreten, werden sie in der Praxis nun Partner. Letztlich könnte diese neue Situation der Staaten der Region ermöglichen, die multinationalen Unternehmen aus der Politik zu vertreiben und den Frieden wiederherzustellen.
ja, wissen ja, wir leben in einem Faschismus, ne, wo die großen Unternehmen und die Hochfinanz mit den Regierungen respektive den Politikern dieser Regierung ja, kollaborieren, zusammenarbeiten, zusammengehen. Ja, Indien, da kam was bei wissensfieber.de. Indien kein Bargeld, keine Demokratie. Im November des letzten Jahres trat die Regierung in Indien plötzlich damit zutage, das Bargeld zwangsweise einzuschränken, im Zuge dessen die Gesellschaft ausnahmslos biometrisch zu erfassen und digital zu kontrollieren. So zitiere ich von der weiten Teile der Bevölkerung, damit aber noch an den Rand der ihrer Existenz zu bringen, dem Großkapital und der Politik dabei aber einen Bärendienst zu erweisen. Indien versucht nun nach westlichem Vorbild ein Steuersystem einzurichten, um den Staat, Firma, vorwiegend elitären Interessen zu finanzieren. In den letzten Jahren wird somit nun aktiv versucht, den Kapitalfluss einzuschränken. Das fernöstliche Land war bisher jenes, das aufgrund tiefgreifender Hochzeitstraditionen auch sehr viel Gold und Goldschmuck umgesetzt hat. Nun ist man dabei, auf Goldmünzen und Goldbaren ebenfalls eine Steuer von 3% einzuführen. Goldschmuck wird mit 5% besteuert seit dem 1. Juli. Auch war man dazu seitens der Regierung bereit, Gold zu rationieren, sodass in den letzten Monaten scheinbar Goldbestände und Angaben von Gründen durch staatliche Institutionen beschlagnahmt wurden. Wir wissen, Rothschild ist ganz dick drin im Geschäft mit Indien. Da hat der Michael auch schon mal in seinen Sendungen dazu Stellung genommen. Google und Facebook machen Politik. Das kam bei geolitico.de. Google, Facebook und Co. treten gern unpolitisch auf, aber das entspricht nicht der Wahrheit. Sie geben viel Geld aus, um in der Politik oder die Politik in ihrem Sinne zu gestalten. Nicht der Wähler, sondern das Geld bestimmt die Politik ganz gleich. Wen die Wahlberechtigten im September, hier geht es um den Bund, 24. September soll das sein, in dem, wissen wir nicht, ob das dann alles noch steht, nach 23. Aber es ist eine Zeitverschiebung. Naja, also wissen wir noch nicht, was da im September im Bundestag geschieht. Der Einfluss auf das, was dort entschieden wird, ist mehr als gering. Denn sobald der Abgeordnete sein Büro bezogen hat, tritt er in die Welt der Lobbyisten und des großen Geldes ein und wird von daher dann ferngesteuert als Puppe von den Puppenspielern. Ja, klar, so ist es. Danke für die Links. Zuhörer, kann man unten kein Chatfenster mehr öffnen? Kann man nicht mehr live sehen, wie viele Hörer dabei sind? Das sieht man sowieso nicht, weil nur die, die auf diese Seite gehen und dann die das auch benutzen, man kann den Link ja auch außerhalb der Seite von wakeness.net sich anschauen, also den Link zur Sendung. Da gibt es viele Links übrigens. Also ich schaue mal gerade, also bei mir öffnet sich alles. Das liegt vielleicht bei dir an deinen technischen Möglichkeiten, vielleicht ist dein Flashplayer abgestürzt, hast die meiste Problematik. Oder aber du hast irgendwelche Einstellungen in deinem Browser gemacht, musst du mal den Cache leeren und mal sauber machen, dein PC, dann wird das wieder. Da kommt noch was. Hi Detlef, wir sind alle in höchster Gefahr. Ich denke, dass sich das Spiel Gut gegen Böse noch dieses Jahr entscheidet. Jeder, der ein wenig kritisch nachforscht, kann erkennen, dass wir schon am Point of No Return, also an dem Punkt, wo eine Rückkehr nicht mehr möglich ist, angekommen sind. Sozusagen die Luft brennt. Jeder, der jetzt noch meint, sich in Sicherheit zu befinden, nur weil er schön mitgespielt hat, der lebt in einer Illusion. Das System richtet sich nicht gegen einige Kritiker, sondern gegen uns alle. Ja, sehr richtig. Somit kann man jetzt allen Unwissenden nur noch raten, entscheidet euch für die richtige Seite, vernetzt euch, unterstützt euch, dann werden wir diesen Kampf gemeinsam gewinnen. Es ist möglicherweise die letzte Chance. Beste Grüße, Dickens. Ja, danke dafür. Wahre Worte, das System richtet sich gegen uns alle. Absolut. Ja. Okay. Was haben wir noch? Eine Menge. Joe Conrad nimmt Stellung zu seiner Anklage im Fall Dave Möbius. Ja, hat das auf
Bewusst TV dort veröffentlicht. Hier vielleicht gleich einen kleinen Hinweis. Wir werden also in der Woche, der ersten Augustwoche, auch den Joe bei uns in der Sendung haben. Joe Konrad am 1. August 2017. Zusammen übrigens mit Peter Hoffmann. Ja, wird sehr interessant. Und dann am 3.8., sofern alles so bleibt, wie es ist, ja, haben wir dann die Angela auch bei uns, die Angela Masch, die ja ebenso da mit drin verhaftet werden soll. Auch mit Peter Hoffmann, wenn alles klappt, zusammen. Also da werden wir geballt mal über diese Situation sprechen, mit hochbrisanten, interessanten Informationen, die dann also für alle interessant ist, nicht nur für die Leute, die im Bund sich aufhalten, sondern überhaupt weltweit. Also, das wird hochinteressant. Also ja, den Link gebe ich euch dann später rein, keine Frage. Und auch, jetzt hat er es verraten hier. Mensch, in Schweden, Bibliothek verbrannte Pippi Langstrumpfs Bücher aus ideologischen Gründen. Habe ich vorhin schon erwähnt. Bücherverbrennung ist schon im Gange. Ja, keine Frage. Michael wollte auch noch ein Buch schreiben. Hoffentlich schafft er es vor der Bücherverbrennung. Endlich mal. Er sitzt hier noch im Studio, deswegen habe ich da gerade mal rüber geschaut, weißt? Ja, ja, das Buch muss fertig werden, Michael, ne? Aber da noch viel zu tun. Na gut. Jetzt kommt was hier. Ach, VW, ja, die wollen sie auch rankriegen, damit es also kein mehr dem Volk irgendwie angehöriges Unternehmen sein darf. Abgastrick ist technischer Mangel, diesen Rückruf. Ab August werden nicht umgerüstete VW-Fahrzeuge stillgelegt. Ach, ist ja Wahnsinn. Ja, ich lese das nicht jetzt durch, weil, ne? Aber fokus.de, das ist aus der Matrix-Presse, gebe ich ja später rein zum Nachlesen. Ja, dann, das ist auch ein heißer Fall, Bad Kreuznach, auch Bund, ne? Ist ja klar, da ist die Faschismus im Moment voll im Brennen. Stadt erklärt Grünanlagen und Parks zu nächtlichem Sperrgebiet. Männergruppen und aktuelle Ereignisse aufgrund zahlreicher Vorkommnisse mit kriminellen Afghanerbanden, so zitiere ich, zog die Stadtverwaltung Bad Kreuznach die Reißleine und verhängt eine nächtliche Ausgangssperre für 3 städtische Grünanlagen. Jedoch sollen nicht die Flüchtlingsbanden fernbleiben, sondern die Bürger. Ja, was heißt die Bürger? Das sind nur die Bürger, das andere sind die demnächst die Leute, die sagen haben. Es kam bei epochtimes.de, gebe ich später rein, zum Nachlesen. Hei, es ist nicht zu fassen. Da kommt noch was hier, da kam direkt was von, ja, man kann mir auch über awakeness.tv Meldungen zuschieben. Hier kam noch was, das lese ich voll zu. Auszug. Nun ist es aber so, dass das sogenannte Bundeswahlgesetz seit 1956 nicht mehr verfassungsgemäß, also nicht mehr versichert ist. Somit sind die Handlungen aller sogenannten Bundesregierung seit 1956 nicht mehr versichert. Da natürlich jede Vertragspartei das Recht zur Nachbesserung hat, wurde der Bundesregierung durch das Bundesverfassungsgericht das Recht der Nachbesserung mehrfach eingeräumt. Das letzte Mal im Jahre 2012. Es ist bis heute nichts geschehen, also nichts Wesentliches. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass jedes Mitglied der sogenannten Bundesregierung für seine Handlungen nicht versichert ist und somit privat, also als Mensch mit seinem Kollateralvermögen haftet. Aber wo kein Kläger, da kein Richter, verstehe ich das richtig? Angela Merkel ist in der privaten Haftung seit ihrem Amtsantritt? Ja, sogar in der unbegrenzten privaten Haftung, denn eine Nachbesserung wurde verweigert. Damit befindet sich Angela Merkel und ihre Truppe in der Position der vertragsbrechenden Partei gegenüber den United Nations und uns allen, den Investoren. Aber auch hier kann getrickst werden, wie wird ein Vorstand eines Vereins zum Beispiel am Ende seiner Amtsperiode entlastet? Na, durch eine Wahl. Wir entlasten die Bundesregierung mit jeder Wahl. Und wir übernehmen die unbegrenzte Haftung für die Fehlverwaltung, den Betrug, Treuhandbruch und so weiter, die in der Bundesregierung der vergangenen Legislaturperiode gemacht wurden, und zwar rückwirkend. Na, durch eine Wahl. Ja, unfassbar. Wer weiß davon? Der ehemalige Generalsekretär der Vereinten Nationen, Ban Ki-moon, und alle, die an der Sondersitzung der United Nations letztes Jahr dabei waren. Ja, es gab bereits eine Sondersitzung zu diesem Thema. Und es wird Zeit, dass die Menschen in Germany
Ja, so ist da eingetragen. Davon in Kenntnis gesetzt werden. Selbstverständlich war diese Sitzung wieder einmal geheim. Die Menschen, die man als Kinder von unter 7 Jahren eingestuft hat, dürften doch noch mehr erfahren, worum es eigentlich wirklich geht. Warum erzähle ich Ihnen das alles? Denn wir wollen ja über Gerichtsvollziehung und Vollstreckungen sprechen. 99,9% aller Vollstreckungen und Zwangsversteigerungen sind illegal außerhalb von Verträgen. 99,9% aller Gerichtsvollzieher und Mitarbeiter der Justiz haben keine Ahnung, sondern nur so ein Gefühl. Mindestens 95% der Mitarbeiter im gehobenen Dienst haben keine Ahnung. Mindestens 90% aller Mitglieder der Landtage, des Bundestages und des Bundesrates haben keine Ahnung. 0% der Bundesregierung hat keine Ahnung. Sie begehen aus meiner Rechtsauffassung Betrug. Quelle und Zusammenfassung bei schäbel.de, was mich ärgert, Versklavung, Entlastung der Bundesregierung durch Wahl. Ja, ist also wichtig. Also ich gebe den Link später rein. Hab's deshalb auch mal ganz vorgelesen. Ja, da sind noch eine Menge da, aber ich schaffe es nicht mehr, hier jetzt das reinzunehmen, weil ich wollte euch auch nochmal darauf hinweisen, wir sind abhängig von euch, dass ihr uns mit unterstützt. Ihr könnt euch da jederzeit erkundigen, wie das geht. Überall gibt es die Links. Schuldgeld, Euronen und Swisson, weil wir sind nur durch euch getragen. Wir haben selbst kein Einkommen, das wisst ihr. Und freuen uns und bedanken uns natürlich auch vor allem bei allen, die uns mit unterstützend geholfen haben. Aber wir brauchen noch mehr, weil wir brauchen das auch kontinuierlich, weil sonst überhaupt nichts zu planen ist. Und wir haben ständig irgendwelche Dinge, die anfallen an Kosten und Reparaturen, Anschaffungen, die noch absolut notwendig sind. Also das wäre klasse. Und natürlich könnt ihr auch die Textile von Wakeness, Ops, Wakeness TV, Wakeness.net oder unser Spezialshirt Ich bin Mensch und keine Person. Und natürlich jetzt klasserweise unser absolut neues Produkt, was wir anbieten, bei laufteufel.de exklusiv nur zu erhalten, nämlich das neue Survival T-Shirt, was ich übrigens in den Sendungen nicht anziehen kann, weil wir mit Greenscreen-Technik arbeiten, sonst bin ich dann hier vom Hals bis zum Bauchnabel nicht zu sehen. Dann seht ihr nur meinen Kopf. Das ist technisch. Aber das ist klasse, weil wir haben das also getragen bei unseren Ausflügen und auch so. Draußen haben wir das immer an. Das ist ganz klasse. Und natürlich auch die anderen Sachen, die dort zu erhalten sind. Ja, danke euch. Klasse, dass ihr da wart. Wir sind am Ende unserer Sendung. Wir werden gleich also die Wiederholung einspielen. Als erstes hört ihr die Sendung von Michael. Von eben, die also heißt... der freie, selbstbestimmte Mensch im Zangengriff zwischen Kirche und Staat. Und dann die heutige Sendung von mir, wir sind alle in höchster Gefahr. Ja, und wir hören jetzt ausgangs noch von Outer Space, Cyan 2000. Und während wir dann umspulen auf die Wiederholung, hört ihr von Aufgewachten. Ja, 2 Stücke, nämlich Himmlische Antworten und Best of Detlef Schuldgeld. Weil wir es zulassen. Und vorher noch alles in diesem System. Ja, vom lieben Körper. Ja, und dann werden wir uns wiedersehen morgen. Denn morgen ist eine Sondersendung am Mittwoch, den 26.07.2017 um 14 Uhr sind wir mit euch wieder ganz eng verbunden, wenn ihr einschaltet. Und unter allen Hörern und Zuhörern, die live dabei sind, werden dann auch Bücher verlost. Also unbedingt dabei sein. Ganz wichtige Sendung. Und dann Donnerstag fällt die Sendung aus. Und dann sehen wir uns ab nächste Woche wieder live. Und natürlich die Videos inzwischen, die wir auch spielen. Also, danke euch vielmals. Seid ihr von Wake News Radio, Wake News TV. Bis bald. Ciao, ciao. Wake News Radio, Wake News TV, für alle, die aufwachen wollen. Neue Weltordnung, Versklavung, Dims, Scraps, Schuldgeld aus dem Nichts, eingepflanzter Chip, Bargeld abschaffen. Wollt ihr das? Werdet aktiv, macht mit. Wake News Radio, Wake News TV, WakeNews.net.